Hallöch meine Freunde, willkommen zum neuen Part von Pokémon Let's Go Evoli. Wie im letzten Part hat er uns etwas angegriffen, als ich gerade nicht in der Aufnahme war. Dieses Mal war es zum Glück nur ein Zubat. Und, oh Gott, guck weg. Ich muss jetzt Ja, das war ganz intelligent. Irgendwie die Tür da öffnen. Zwar keine Ahnung wie, ich habe das Gefühl, ich werde ihn bis Part 80 noch hier auf der Siegesstraße verloren sein. Wo bin ich jetzt? Lol. Gegen die habe ich schon gekämpft, oder? Nee. Nee, wie auch, ich war ja noch nie in diesem Stockwerk. Ja, was soll's. Besiegen wir die Top-Trainerin mal kurz. Oder Ast-Trainerin, Entschuldigung. Dragonier, das haben wir noch gar nicht gesehen. Weder Dratini, Dragonier noch... oh Gott. Dragoran, so. Das könnte noch schwierig werden mit Bisaflor. Das könnte noch blöd enden. Ich muss halt Megasauger spammen jetzt, auch wenn ich dann keine AP mehr drauf habe, aber das will ich machen. Geht halt nicht anders. Damage macht das. Dann spekuliere ich jetzt mal drauf, dass das nächste Mal auch... Oh ne, es hat... 22 Damage hat's gemacht. Dann spekuliere ich jetzt drauf, dass es wieder so viel macht. Sehr schön. Dann macht den Blättertanz und dann darfst du sicher ausruhen gehen. Bisaflor. Sehr schön. Gibt es wenigstens gute P? Nee. Es gibt nicht mal viel. Bruder muss groß. So, wir wechseln zu Turtok. Mein ganzes Team ist ein bisschen angeschlagen, ne? Wird wieder mal Zeit für Tränke, habe ich das Gefühl. Die sind alle kurz vorm Abkratzen, ne? Knuddeluff. So. Gehen wir in die Mega-Entwicklung? Komm, Mega-Entwicklung und Eisstrahl hinterher. Let's go. Da haben wir noch nicht gesehen, die Mega-Entwicklung. Boah. Alles klar. Jetzt will's Turtok wissen. Boah. Das sieht doch mal richtig badass aus. Oh, noch Siedewasser. Das sollte eigentlich reichen. Ist einfach geil, wenn es aus der Pumpe ganz oben kommen würde. Das würde viel besseren oder krasseren Eindruck machen. Nocturne. Komm. Machen weiter mit Turtok. Und zwar machen wir noch einen Eisstrahl. Das hat jetzt nicht so viel. Oh Gott. Alles klar. Dann müssen wir wohl wechseln. Ich muss Arktos nehmen, auch wenn der Donnerschlag wahrscheinlich auch wehtun wird. Ja, der tut ebenfalls weh, aber vielleicht... Sehr gut. So können wir Schaden zumindest einmal. Leute, jetzt hat er Feuerschlag gemacht. Umgehen. Oh. Volltreffer sogar noch. Sehr gut, Arktos. So gefällst du mir.
Level-Ups kein Thema. So. Gibt es noch Hyperbälle? Und jetzt gibt's Medizin für meine Pokémon. Und zwar einige Supertränke. So. So. Lura kriegt auch ein. Ulnona kriegt zwei. Arctos kriegt kein. Turtok kriegt zwei. So. Habe ich eigentlich noch Hypertrank? 120 KP. Und Top-Tränk habe ich 10. Den Rest füllen wir jetzt mit normalen Tränken auf. Bis auf Log kommt direkt auf so viel, wie es braucht. Evoli ebenfalls. Gutes Timing. So, Glurak. Das reicht. Und Nona, das reicht auch mit den 168. So, und noch Turtok. Und dann noch einen Feuerheiler für Evoli. Gut. Wir sind gewappnet für die nächsten Kämpfe. Lol, hab doch die Polizei. Sag mir nicht, die wird mich jetzt dann heilen. Dann würde ich richtig durchdrehen. Das wird mich richtig abfacken. Lol. Das war mal gar nichts. Was ist das? Ah. Ja, wir kämpfen noch gegen den kurz. Ein Wunderkind. Ja, das bin wahrscheinlich schon ich. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß. Sichlor. Boah, das haben wir noch gar nicht gesehen im kompletten Let's Play. Da wechseln wir doch direkt mal zu Glurak. So. Das macht nicht viel Damage, das ist schön. So, Glurak macht eine Mega-Entwicklung. Und ein Flammenwurf. Aber für ein bisschen Show und so. Also ich finde die... Das ist glaube ich die Y-Variante, oder? Sieht krasser aus. Bäm. Das war gar nichts, ne? Liebes Sichlor. Das war gar nichts. Knogger. Ja, da kämpfen wir doch direkt mal weiter mit Glurak. Oh, mal fliegen. Und hoch mit dir. Ja, das hat jetzt nicht so viel Damage gemacht. Das macht dafür ordentlich Damage. Schau mal, jemand Feuersturm. Man, ich habe mir gedacht, dass wow, dass es ziemlich wehtun wird, wenn Knogger seine Attacken auspackt. Wow. Soll ich jetzt spekulieren, dass der Feuersturm es kaputt macht? Gut spekuliert. Richtig spekuliert. Turtok erreicht Level 56, das wollen wir sehen. Wirklich beeindruckend. Danke. Das ist schon wieder ein Lehrer oder wie auch immer man den schon wieder sagt. Weiß nicht mehr. Was machst denn du hier?
Oh, willst du dich hätte den herausfordernden Pokémon-Liga stellen? Zum Glück bin ich hier, um dich anzufeuern. Was könnte einen mehr motivieren als die Unterstützung einer schönen Polizistin? Alles klar. Muss los. Alle Tränke für nichts ausgegeben. Ja, Halleluja. Blizzard. Ja, das können wir ja direkt mal Arktos beibringen. Dann hat es wenigstens noch eine weitere Attacke, die minimal nützlich ist. Kraftkoloss kann keiner. Alter. Einsetzen. Arktos. Nicht Turtok. Nee. Ach, du blöder Pokémon. So, Arktos. Und zwar kann der Reflektor weg. Brauchen wir nicht. Unnötig. Hätte ich sowieso nie eingesetzt, von daher. So. Gut. Also gut, Evoli. Schade ist das Zubat nicht da reingeflogen. Was ist jetzt aufgetaucht? Oh Gott. So. Und so. Das war wenigstens einfach zu lösen. Sodele. Was hat sich geöffnet? Alles klar. Mich würde es jetzt aber noch interessieren, was hier unten ist. Ich will ein Geowatz soll auftauchen, nicht ein Georock. Oh, Evoli. Was ist jetzt? Ich wollte doch den Pokéball schütteln. Komm. Oh, was ist da? Was war da? Evoli fühlt sich nicht gut. Aha. Das heißt, was Legendäres ist in der Nähe. Boah, das haben wir noch nicht. Ich muss den Ball kurz rausziehen. Aus dem Ladekabel, komm. Tu nicht so schwierig. So. Rizeros. Muss los. Das ist ein dummes Ding. Oh, das war ganz schlecht geschossen. Aber jetzt wird es wahrscheinlich reichen. Oder auch nicht. Nein, nicht aufgeben. Das hat sich schon wieder verschoben. Das gibt es leider nicht. Geht doch. Schlechter Schuss. Hat wieder was gebracht. So. Neuer Pokédex-Eintrag. Oh, Vulnona, das packst du noch in diesem Part. Es hat gelernt, auf sein Hinterbein zu laufen und komplex zu denken. Seine Haut gleicht einer Rüstung und widersteht sogar heißer Lava. Wow. Du hast's drauf, mein Lieber. Da oben ist Lavados. Oh ja, das sehe ich schon am Schatten und jetzt habe ich die Feuerflügel gesehen. Ein Fläschchen AP Top. Dann machen wir das so. Wir bekämpfen Lavados mit Arktos. Oh, Alter. Musst du im Weg stehen? Komm, das fangen wir noch, weil es riesig ist. Und dann gehen wir zu Lavados und dann ist der Part dann auch schon zu Ende. So, zweites legendäres Pokémon. Wo Zapdos ist, weiß ich nicht. Wo man das herkriegt. Wüsste ich jetzt auch gar nicht. Oh, das war wieder so knapp. Wegen dem Kreis. Komm, du blödes Ding. Alle guten Dinge sind drei. Habe ich doch gesagt. Alle guten Dinge sind drei.
Und jetzt ist wohl Lona Level 60. So. Ab nach oben. Es ist Zeit. Let's go. Das ist das Pokémon, welches Pyro das Leben gerettet hat. Lavados erscheint. Mehrere Statuswerte von Lavados wurden erhöht. So. Zwei legendäre Pokémon, Level 50. Wir probieren es direkt mal mit Blizzard. Alles klar. Alles klar. Okay. Es wird auf jeden Fall wehtun. Dann nehmen wir mal Turtok. Du schaffst das schon. Sonst haben wir ein Problem. Mega-Entwicklung plus Surfer. So, let's go. Oh nee. Wow, ein Volltreffer. Muss los. Yes, let's go. Das war ein guter Hit. Aber auch noch Siedewasser. Das wird nicht reichen für einen K.O. Genau. Willst mich verarschen? Turtok wird drauf gehen. Wow. Wow. Dann muss es halt Evoli richten. Gibt's für Arctos und Turtok halt keine EP. So, machen wir einen Blubsauger. So. Schade, ist es Level 50. Sonst hätte ich es direkt zum Main-Team genommen. So. Fangen wir das Ding. Machen wir als erstes. Goldene Himbeere. Let's go. Das war schön am Kopf rum. Das muss wehgetan haben. Es könnte noch schwierig werden, dieses Lavados zu fangen. Ich hoffe einfach, es flüchtet nicht. Das wäre ganz mies. Lol, die Beere wiegt schon nicht mehr. Goldene Nana-Beere. Stellen wir es halt ein bisschen ruhiger. Oh, Junge. Das wirkt nicht irgendwie. Es wirkt irgendwie nicht. Oder? Nö. Ich habe noch kein einziges Mal in den Kreis geschossen. Mann, ey. Ich schaff's nicht, in den dummen Kreis zu schießen. Der wird viel zu schnell. Wow, nicht mal einmal. Alles klar. Oh, Mann. Musst du dich immer so bewegen? Alter. Jetzt komm. Oh. Komm schon, bitte. Das war zu fest. Das war zu früh. Komm schon, mach nicht sowas. Blödes Ding. Oh Mann, ey. Ich sehe es schon, ich habe am Ende fast keine Hyperbälle.
Muss ich es nochmal mit einer goldenen Himbeere probieren oder was? Gibt's ja. Ah, das ist verbrannt. Wie sieht's aus mit einer silbernen? Die wirkt. Oder? Nö. Alles klar. Natürlich. Sonst muss ich den Meisterball nehmen, aber den darf ich dann nicht daneben werfen. Das wäre dann natürlich fatal. Aber der Meisterball wäre eigentlich für Mewtwo gedacht. Der Scheißball bewegt sich halt nicht mal, ne? Oh, endlich! Oh. Lavados wurde gefangen. Es geht doch. Na dann, herzlich willkommen zu eines legendären Pokémon. Wenn dieses legendäre Vogel-Pokémon mit seinen loderten Flügeln schlägt, erstrahlt sogar der Nachthimmel in gleißendem Rot. Sehr schön. Dann fehlt nur noch Zapdos. Evoli betrachtet den Pokéball mit freudestrahlenden Augen. Gut. Also Golbat auf die Seite, Rion ebenfalls. Was haben wir hier unten? Zapdos. Ja, leck mich im Arsch. Jo, ich sage jetzt schon mal danke fürs Zuschauen. Der Part geht schon wieder viel zu lange. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.